Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute geht es um Objektserialisierung. Objektserialisierung bezeichnet, wenn ihr jetzt, sagen wir mal, eine Instanz der Klasse A habt. Das heißt, wir haben hier irgendwelche Sachen innen drin. Irgendein int A gleich 42, int B gleich 1337, sowas in die Richtung. Und noch irgendwelche Methoden und keine Ahnung, was noch alles sonst. Irgendein Konstruktor natürlich auch. Und jetzt haben wir hier eine Instanz dieser Klasse A. Das heißt, wir haben hier ein A. A ist gleich new A. So, und jetzt können wir dieses Objekt oder diese Instanz A jetzt serialisieren. Serialisieren bedeutet also, wir wollen sie so umwandeln, dass sie in eine Datei gespeichert werden kann und von dieser Datei gelesen werden kann. Das heißt, wir können sowas machen wie F, wenn wir jetzt hier den Schreibmodus wieder reinmachen, F.write und dann sagen wir hier einfach, wir schreiben unser A.serialize oder sowas hin. So. Und was jetzt passiert ist, dieses kleine A hier wird umgewandelt in einen binären Code, der hier reingepackt wird in diese Datei. Den könnt ihr dann danach lesen, wie wir eben letztes Mal zum Beispiel die binären Dateien gelesen haben. Aber es macht natürlich nicht wirklich Sinn. Aber ihr könnt jetzt hergehen und nachdem ihr das hier geschrieben habt, könnt ihr euer Programm beenden, alles beenden. Und wenn ihr später irgendwann mal wieder euer Programm ladet, dann könnt ihr hier sowas machen wie ich packe das jetzt mal hier oben drüber, dass wir zum Beispiel hier einen Read haben. Und jetzt könnte ich hierher gehen und sagen f.read und zum Beispiel einfach alles zu lesen. So, und jetzt wollt ihr das Ganze hier wieder reinschreiben. Das heißt, ihr habt ein hier irgendwie vorne ein String Array. Es ist ja im Endeffekt schon nochmal ein String, beziehungsweise ist es nur ein String s. So. Und jetzt haben wir hier die komplette Datei drinstehen. Achtung, jetzt haben wir hier einen String. Jetzt können wir aber diesen String benutzen, also quasi den Input aus unserer Datei benutzen, um ein neues A zu erstellen. Das heißt, wir erstellen uns aus der Klasse A, die liefert uns eine statische Methode im Normalfall. Wir machen jetzt ein A, nicht als new A, sondern als A.deserialize und dann den String S rein. So. Das könnte man jetzt als Syntax benutzen. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, und zwar indem man nicht einfach write, sondern write object benutzt. Ups. Oder man hat halt ein read object. Das wären die beiden Möglichkeiten, die man hier immer noch hat. Das heißt, man kann direkt wieder ein Objekt rauslesen oder eins reinschreiben. Ich finde jetzt aber irgendwie diese Darstellung, weil wir Dateien bisher immer so behandelt haben mit String lesen, finde ich irgendwie sinnvoller bei uns. Wie gesagt, es unterscheidet sich von Sprache zu Sprache, wie das Ganze dann aussieht. Okay, und was jetzt eben passiert ist, euer Objekt hier oben, das ist ja eine Instanz von einer Klasse tatsächlich. Und das muss ja nicht eigentlich so leicht in eine Datei reinzuschreiben sein. Aber wenn ihr eben diese Serialisierung hier habt oder diese Unterstützung für Serialisierung, das heißt, manchmal muss man dazu was importen, extends serialization oder implements, je nachdem, was ihr eben für ein Framework benutzt. Implements, Menschenskinder. Genau, und dann habt ihr eben die Möglichkeit, eben dieses Objekt zu serialisieren. Das heißt, es kann in eine binäre Datei geschrieben werden und dann auch wieder richtig von dieser binären Datei gelesen werden. Das heißt, nachdem ihr es geschrieben habt und dann wieder dasselbe Objekt lest, dann bekommt ihr auch wirklich wieder exakt diese Werte zurück. Und das funktioniert dann auch wirklich für jede Instanz dieses Objekts, dieser Klasse. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier zum Beispiel Safe Games zu erstellen oder irgendwelche Sachen zu speichern, irgendwelche, gut, Configs macht man normalerweise anders, dazu gibt es ein nächstes Video mehr, aber ihr habt die Möglichkeit, auch irgendwelche Objekte zu erstellen und einfach an einer anderen Stelle weiterzumachen. Und vor allem könnt ihr das Ganze auch benutzen, wenn ihr irgendwie übers Netzwerk agieren wollt. Das heißt, ihr könnt diese Dateien dann übers Netzwerk verschicken, indem ihr sie einfach serialisiert, dann wird es zu einem einzigen stinknormalen String, der nicht mal unbedingt Unicode sein muss, der kann irgendwas sein. Wir haben uns letztes Mal schon binäre Dateien uns angeguckt, aber dieser komische Byte-Strom, der wird dann einfach übers Netz geschrieben und kommt dann beim Empfänger an und der kann dann einfach wieder deserialisieren. Der weiß ja, was diese Klassen sind. Der braucht natürlich auch diese Klassen, sonst wird das nichts. Natürlich klingelt mal wieder das Telefon, während ich am Aufnehmen bin. Wie sollte es auch anders sein? Also auf jeden Fall kann der dann natürlich auch, wenn er diese Klassen-Blueprints hier hat, also quasi die Klassen,
Dann kann er auch wieder aus diesem Byte-Strom, den er hier bekommt, über zum Beispiel das Netzwerk oder eine Datei oder sonst irgendwas, kann er wieder deserialisieren und den String dann als Klasse interpretieren und daraus eben wieder eine richtige Klasse bauen. Ja, ziemlich coole Sache, deswegen Serialisierung ist schon sehr mächtig, aber in vielen Sprachen wird es tatsächlich nicht unterstützt. Die haben sich für eine andere Darstellung entschieden und zwar für Dateiformate wie XML oder JSON. Und das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!